Man merkt langsam doch schon, dass es hier anspruchsvoller wird bei Crash Nitro Kart. Ich sag das so, als hätte ich dieses Spiel noch nie gespielt, aber ich hab's vielleicht doch wieder ein bisschen unterschätzt, wie blöd die Buchstaben ja teilweise platziert waren. Ja, bei Urwumper war es auch schon wieder, ja, wie der Titel ja auch sagt, wirklich eine kleine Herausforderung. Und apropos klein, ich glaube, ich nehme jetzt einfach immer den Tiny, weil, weiß ich nicht. Engine hat hier gerade, glaube ich, ein bisschen ausgedient. Hätte man jetzt vielleicht nur bei Urwumper benutzen können, aber sonst, nee. Und ich sehe auch in der Zukunft gerade keine Rennen, wo er wirklich eingesetzt werden sollte. Jetzt bei der nächsten Kristallsammel-Challenge wieder, aber sonst vielleicht eher nicht so unbedingt. Ja, und ich glaube, hier war irgendwo hier direkt der Buchstabe, ne? Hier war das C, genau. Und ich weiß nicht, warum ich gedacht habe, dass da schon eine Plattform ist. Bin ich jetzt auf der richtigen? Nee, ne? Ja, okay. Ich hatte sowieso vor, neu zu starten. Ach ja. Wir sind gerade nicht so die schönsten Strecken für CNK-Sammelgedöns. Urwumper und Donnerschlag. Aber danach geht es eigentlich wieder relativ klar. Das ist in Ordnung. Ich glaube, in Techni war das jetzt auch nicht so das Ding, die zu sammeln. Aber da sind wir noch lange nicht, denn wir haben nur noch die drei Relikte vor uns. Ja, und wir haben jetzt sowieso erstmal zwei CTR-Chips noch. CNK-Chips, meine Güte, vor uns. Nämlich einmal den hier und dann natürlich noch den in Zeitlos, auf Zeitlos. Und ich weiß noch nicht, mit welcher Challenge ich dann da anfangen soll, mit welcher Relikt-Challenge. Fakt ist, das Kristallsammel-Level möchte ich wieder zum Schluss machen. Jetzt weiß ich wieder, wo die anderen beiden Buchstaben waren, jo. Ne, also dieser Wüstensturm, das werde ich auf jeden Fall zum Schluss machen. Und anschließend ja, gibt es natürlich direkt Techni. Aber zuvor alle Relikte. Und natürlich die CDR-Chips jetzt. CNK-Chips, meine Güte. Da war das. Ich dachte. Engine! Verräter! Ich weiß nicht, inwiefern es Verrat ist, wenn er einfach nur nicht blockiert, aber es ist trotzdem schon nervig. Also es wäre Verrat, wenn er mich irgendwo in sozialen Medien blockiert. Das war zu niedrig. Ich bin sehr früh abgesprungen, ja, aber man darf halt auch eben nicht zu spät abspringen, weil sonst springt man wirklich drüber. Auch wenn es jetzt tatsächlich vielleicht so ausgesehen haben mag, als dass man da gar nicht drüber springen kann, weil es so weit hinten hängt, da kann man definitiv drüber springen. Und das macht diesen Buchstaben halt auch einfach nur kacke. Also sogar fast noch schlimmer als den jetzt bei Urwumper. Ich habe absolut keinen Bock darauf, den jetzt gleich zu holen. Also so gar nicht. Aber noch weniger Bock darauf, ihn zu holen, habe ich darauf, ihn nicht zu holen. Beziehungsweise ihn nicht zu bekommen. Also wenn ich ihn nicht holen müsste, alles gut, aber ich muss ihn ja holen, muss ihn aber entsprechend auch bekommen. Ich bin wieder ein krasser Begriffsjongleur und was war das denn bitte? Ich hatte doch meine Fickblase da. Was soll das denn? Und warum sind die teilweise ja wieder unsichtbar? Was soll denn der Quatsch? Nee, aber das, ist meine Blase jetzt genau in dem Moment leer gegangen oder was wollen die mir hier sagen? Weil ich muss, glaube ich, lang springen. Ja, sehr gut. Oh mein Gott. Weil ich nicht besonders viel Schwung hatte. Ja, angenehm. Angenehm. Also ich habe hier bei diesem Buchstaben schon länger gehangen. Deutlich länger. In Nacho Fuel geht das alles absolut klar, weil da ist die Sprungphysik halt gut. Hier ist sie halt einfach anders. Und entsprechend muss man sich da auch darauf einstellen, dass dieser Buchstabe anders belastend ist. Außerdem belastend ist, dass der Entrance mir schon wieder zusammen mit dem Sam jetzt hier richtig hart am Arsch klebt. Also mit dem Sam mit E. Vorhin war es ja immer der Sam mit A. Aber für mich sind es Sam und Sam. Chip und Chip. Ich werde gerade verdammt müde. Also mir fallen so die Augen gerade zu. Ist nicht gut am Steuer, auch nicht am virtuellen. Vor allem nicht, wenn einem ein Ei so hart am Arsch klebt. Das klingt irgendwie ein bisschen merkwürdig. So, ich habe jetzt hier eine Schutzblase, Leute. Jetzt können wir mich alle mal. Hallo, Entrance, Junge. Nein, 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 nein. Das ist nicht dein Fick-Ernst. Ja, super. Bitte. Bitte. Boah, du hässliches Ei, ne?
Meine Güte. Halt's Maul, Tiny, du bist gerade grandios gescheitert. So. Ja, spring halt noch. Boah, ey, jetzt habe ich gerade richtig gar keinen Bock mehr, ne? Boah. Hauptsache, ich sage nur so, ja, super, ist ja alles ja im Arsch, ey. Da muss man sich halt auch mal reinziehen, weißt du, ein Rennen. Das ist ja... die Challenge ist ja eigentlich, die Buchstaben einzusammeln, nicht um den Erster zu werden. Klar besteht die Challenge gerade aus der Kombination daraus, aber... es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre ich rundenlang einfach Letzter gewesen. Oder halt einfach wirklich komplett abgeschlagen und der Erste wäre halt meilenweit vorne gewesen. Ich war halt einfach größtenteils Erster. Und was war das schon wieder für eine Scheiße? Ah, jetzt rege ich mich doch über alles auf, über das Spiel. Und ich mach gleich die Voice-Clips aus, wenn der Tiny mich noch weiter nervt, ne? Also eigentlich kann ich das jetzt schon mal prophylaktisch tun, weil er wird's tun. Boah, ey, ist das unglaublich oder was? Meine Güte. Und damit kann ich eigentlich schon mal mit dem Gedanken abschließen, in dem Part vielleicht auch wieder Phänomena zu beenden. Das heißt, es wird eher wieder eine Terra-Welt, von wegen drei Parts und so. Vielleicht ja sogar noch länger. Noch länger fände ich halt jetzt gar nicht mal so geil. Mit Maske ist schwierig. Ja, passt aber auch. Sehr gut. Ich will ja fast sagen, ich habe die Entfernung da vielleicht ein bisschen raus. Aber wenn ich jetzt nochmal verkacke, dann würde ich diesen Sprung verkacken. Dreimal. Deswegen sage ich es jetzt nicht so bestimmt. Ach, jetzt mal ohne Scheiß, ey. Gefühlt zieht es hier auf Phänomena gerade so hart an, was ich halt null in Erinnerung habe. Dass es so krass ist. Vielleicht bin ich einfach komplett scheiße. Also so im normalen Rennbetrieb. Was jetzt halt so Zeitrennen, sage ich mal, angeht, wo man halt keine Items hat, keine Gegner und so. Da fühle ich mich schon sehr geil. Muss ich ja sagen, aber... jetzt im normalen Rennbetrieb mit Items, mit Gegnern, die mich halt wirklich hart penetrieren und die halt auch wirklich hart battlen. Also man muss ja mal sagen. In Crash Team Racing hätte ich die alle schon eine halbe Runde im Sack. Und hier kleben die mir halt wirklich bis zum letzten Meter am Arsch. Also ich glaube, das ist halt irgendwie so eine KI, die halt wirklich... gefühlt wird da berechnet, okay, wie schnell fährt der? Und die KI ist vielleicht 5 Sekunden schlechter. Und wenn du halt Fehler baust, dann hat die dich halt ein. Also, die ist halt schon sehr kompetitiv. Sehr maßgeschneidert, sage ich mal. Und das hättest du bei CTR zum Beispiel überhaupt nicht. Auch bei Nitro Fuel hättest du das nicht. Die würdest du sowas von hart ausracen. Outracen. Aber ich glaube hier sind die halt einfach deutlich krasser. Da können die deutlich schwerer werden. Je nachdem, wie gut du halt bist. Wie schwer du bist. Und da ich Tiny fahre, bin ich schon sehr schwer. Das macht die Sache nicht einfacher. Nee, aber es... wirklich, also... das ist halt jetzt... das habe ich jetzt auch schon in den meisten Rennen halt bemerkt, dass die halt wirklich ziemlich krass dabei sind. Und man muss sich halt mal vor Augen führen, die Bosse haben nämlich, glaube ich, wirklich immer die gleiche Schwierigkeit. Und bei denen habe ich auch immer massig Vorsprung. Aber in den ganzen Rennen, wenn man sich das mal so überlegt, hatte ich eigentlich nie so richtig krassen Vorsprung. Ich habe jetzt diese eine Kurve hier Vorsprung, das ist es aber auch. Wenn ich jetzt einmal runterfalle, könnte er schon wieder... knapp an mir dran, vielleicht sogar vorbei sein. Und das ist hart, wirklich. Das ist gar nicht mehr so einfach. 9 Minuten. Für eine Challenge. Ist halt schon ein bisschen belastend. Naja. Dann wäre das Ziel jetzt auf jeden Fall noch zeitlos. Ja, komplett zu schaffen, würde ich sagen. Mal schauen, was wir sonst noch so schaffen. Also bei zeitlos würde ich jetzt dann auf jeden Fall, ja, den CNK-Chip holen wollen und dann einfach direkt weitermachen mit dem Relikt. Und dann sehen wir ja, wo wir dann zeitlich landen. Es wäre halt eigentlich traurig, wenn ich nicht noch was anderes schaffe, aber naja. Ich möchte auch hier eigentlich wieder sagen, CNK-Chip sollte schnell gehen. Aber selbst wenn, muss das Relikt halt erstmal flummen und das auf Platin ist halt... ich weiß nicht. Also ich habe gestern übrigens, wo ich jetzt hier die Team Bandicoot-Session gemacht habe, also Terra und Baron halt komplett, da habe ich auch nur Gold geholt, aber ich habe trotzdem 3 Gold und 3 Platin.
Und das könnte man sich vielleicht jetzt gleich auch mal vornehmen. Gerade so bei den letzten Strecken, also ich glaube, das war so... Welche beiden waren das? Ich glaube, das waren Baron-Ruinen. Doch, ich glaube, es war so. Ich glaube, es waren Baron-Ruinen und... Meteorschlucht. Das war zu spät, gut. Aber das C habe ich schon verpasst am Anfang. Ich glaube, da muss man da links springen, kann das sein? Mit diesem Bouncer. Die beiden Strecken habe ich auf jeden Fall durchgefahren. In der Relikt-Challenge, ohne alle Kisten zu sammeln, aber halt gut durchgefahren und halt relativ viele Kisten nebenbei eingesammelt. Bei den Baron-Ruinen war ich sogar erbärmlich schlecht. Habe am Anfang sogar noch irgendwie so einen Fehler gemacht oder irgendwas. Und ich habe halt trotzdem Platin bekommen. Und ich weiß halt nicht, auf welchen Strecken das halt wirklich so gut möglich ist. Ist halt irgendwie blöd, Zeit zu verschwenden dafür, um sowas rauszufinden. In einem Let's Play und dann festzustellen, so, da sollte man doch schon alle Kisten sammeln. Aber es ist halt zum einen deutlich mehr enjoyable, also es ist deutlich spaßiger, einfach so durchzufahren und Kisten zu sammeln, so wie es halt gerade passt. Auch wenn mein Perfektionsdrang dann nicht befriedigt ist. Wo ist denn das C? Nee, da ist das C. Das kriege ich aber auch so. Perfekt. Auf der anderen Seite muss man aber halt sagen, dass ich mal wieder vergessen habe, was ich sagen wollte. Ich weiß es nicht. Naja, aber die Hauptursache ist halt, es macht einfach deutlich mehr Spaß. Ist so. Es kann im Zweifel halt auch schneller gehen, weil Kisten teilweise sehr fies, fies platziert sein können. Aber es macht halt einfach mehr Spaß. Und allein deswegen würde ich das schon fast versuchen wollen. Dann ist es halt nicht so schlimm, wenn man halt hier im Volldrift, so wie ich gerade, durchdriftet gleich, aber dann halt nicht jede Kiste trifft, weil man halt nicht jede braucht. Natürlich möglichst viele, klar. Aber ich sag mal, die Kisten sollen sich an meinem Fahrstil orientieren und nicht andersrum. Und das ist bei den Relikt-Challenges halt einfach generell ja nicht so. Bei CTR ist auch nochmal ein Ticken anders, weil bei CTR ist es ja auch wirklich so, dass man die Kisten halt ziemlich gut im Drift mitnehmen kann. Bei Nitro Kart sieht es ein bisschen schwieriger aus. Also ich habe halt bei den meisten Kisten extremst Angst, die im Drift mitzunehmen. Weil die Erfolgsrate da für mich persönlich nur bei 50% liegt und nicht irgendwo bei 97 oder so, wie bei Crash Team Racing. Einfach weil die Physik so teilweise für mich unberechenbar ist. Vielleicht bin ich halt auch einfach nicht tief genug in dieser Physik drin. Und habe ich nicht vorhin noch gesagt, oh Gott. Ich habe nie krassen Vorsprung oder sowas, also schaut euch bitte das an. Es ist technisch gesehen jetzt hier auch die erste Strecke der Welt, aber trotzdem, das war mal ein krasser Vorsprung. Not bad. Ja, das Problem ist, vielleicht suche ich mir jetzt gerade die Strecken aus, wo es absolut nicht möglich ist, vielleicht sogar, ohne alle Kisten halt durchzuballern und Platin zu kriegen. Ich versuche es jetzt einfach. Ich versuche es jetzt einfach, weil ich Lust drauf habe. Das Ding ist, ich werde trotzdem wieder unbewusst versuchen, jetzt alle Kisten mitzunehmen, einfach weil es sich für mich gehört. Also nochmal, es geht jetzt auch nicht darum zu sagen, ja, ich ignoriere die Kisten einfach komplett, sondern es geht darum zu sagen, ey, die Kiste ist blöd platziert, da lege ich lieber Wert darauf, durchzudriften 3 Runden lang und diese Kiste dann einfach zu ignorieren oder beziehungsweise ich versuche sie zu bekommen, aber wenn ich es nicht schaffe, ist es halt auch nicht schlimm. Dafür drehe ich dann jetzt nicht um. Darum geht's mir ja. Also schauen wir einfach mal. Vielleicht auch mal hier und da ganz nett zu sehen, auf welcher Strecke das vielleicht gut möglich ist, auf welcher vielleicht sogar gar nicht. Hier muss ich mir aber zum Beispiel auch sehr gut überlegen, nehme ich jetzt hier wirklich dreimal die Abkürzung oder sage ich, ja, okay, da fahre ich jetzt auf jeden Fall außen rum. Ich würde sagen, da fahre ich auf jeden Fall außen rum. Weil da halt schon krasse Zeitkisten sein können. Auch wenn die Abkürzung viel bringt, so viel vielleicht dann auch nicht. Und es ist ja auch trotzdem noch weit entfernt von einem richtigen Zeitrennen, sag ich mal. Nur weil ich jetzt halt nicht... Scheiße! perfekt jede Kiste mitnehmen will, heißt das ja nicht, dass ich jetzt Kisten halt komplett außer Acht lasse. Wie gesagt, ich wiederhole es eigentlich gerade schon zum 5. Mal. Gefühlt, zumindest.
Solche Drifts zum Beispiel. Ja, okay, komm. Das kann ich jetzt vergessen, weil ich einfach richtig blöd zweimal in die Würmer gefahren bin. Und deswegen vermisse ich sie halt auch in Nitro Fuel überhaupt nicht. Weil es einfach nervige Drecksviecher sind. Weil es einfach Plagen sind, es wirklich. Ach, scheiße. Aber das ist da oben jetzt zum Beispiel auch wieder kein Problem mehr. So. Innen gab es da noch welche, ne? Genau, hier die 2 Sekunden. Nehmen wir die doch alle mal zusammen mit, würde ich sagen. Und hier auch die 3 Sekunden-Drecks. Dann können wir jetzt dreimal die Abkürzung nehmen. Ohne irgendwelche Kisten auch sogar zu verpassen, zu übersehen. Was aber jetzt sowieso nicht mein Problem wäre hier. Ja, super. Das wäre zum Beispiel schon richtig scheiße gewesen. Aber es kann ja auch immer sein, dass ich das tatsächlich noch machen muss. Dass ich tatsächlich... Dass es doch so einfach nicht reicht. Dass ich doch dazu übergehen muss, zu sagen, okay, ich möchte alle Kisten sammeln doch. Für den Bonus und auch vielleicht für den Wert selber. Aber der Bonus ist das natürlich, was am meisten antreibt. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, hier so eine... Ja, kacke. Eine Runde so richtig kacke zu fahren und die Kisten halt mitzunehmen. Und dafür die anderen durchzuspeeden. Ist auch schon der Scheiße. Vielleicht ist das eine ganz gute Mischung, ein ganz guter Kompromiss. Wow, war das schlecht. Ja, super. Da habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal mindestens 2 Sekunden verplempert. Da noch viel mehr. Ja, Tiny, dreh dich doch einfach in die richtige Richtung. Mann, der ist auch manchmal so kacke, ne? Heißt, ich zeig nach rechts und der dreht sich nach links oder andersrum. Es ist doch einfach nicht... Das ist doch nicht gut gemacht. Also ich fahre halt prinzipiell schon richtig kacke. Deswegen sollte das auf jeden Fall nichts Besseres als Gold werden, wenn es das überhaupt wird. Aber mal schauen. Ich fahre hier ganz gediegen durch. Ja, das war... Ja, so viel zu... Ich fahre auf jeden Fall gediegen durch. Durch die Kisten durch. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist nicht gelogen. Gelogen, Frau. Genau. Ach, bitte! Jetzt leck mich doch am Arsch. Vor allem rechts hätte ich auch nicht lang gekommen. Halsmaul, Junge! Alter, ehrlich. Halsmaul! So, jetzt fahren wir rechts lang, weil da ist eine 3-Sekunden-Kiste. Und so wollte ich es eigentlich in der ersten Runde schon gemacht haben. Hatte nur leider nicht geklappt. Und nicht geklappt hat auch der Sprung, der jetzt zum Glück klappt. Die Sekunde ist mir ein bisschen zu blöd da. Oh Gott, das wird ja gerade so Saphir gefühlt. Na klar, wir haben hier vielleicht noch die eine oder andere Zeitkiste. Aber... man hat ja auch keine 10 Sekunden Puffer mehr, die man noch abziehen kann. Vielleicht ist hier tatsächlich doch alle Kisten sinnvoller. Ich sag ja, ich habe mir wahrscheinlich jetzt wieder komplett die Strecke ausgesucht, auf der es am unmöglichsten ist, mit gutem Fahren Platin zu holen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es noch Gold wird, aber Platin wird das nicht. Das wird kein Platin. Ich bin ja auch zweimal runtergefahren, glaube ich, oder? Wie war das? Also komm, 2 Sekunden kann ich auch nicht mitnehmen. 1,5 Milliarden. 20 Sekunden, also ist ja gar nichts. Aber Gold ist halt so easy, ne? Das ist... Da muss man sich halt überhaupt nicht anstrengen, die Kisten mitzunehmen. Ja, 20 Sekunden. Ja, ich glaube, wir müssen alle Kisten holen, ganz ehrlich. Ich möchte es trotzdem weiter versuchen, bei allen Strecken, so einfach erstmal durchzufahren und zu gucken, was ich da so bekommen kann dadurch. Ja, wenn ich die zweimal runterfallen vielleicht auch weglasse und vielleicht auch die ein oder andere Kiste mehr erwische, ja, aber ich glaube, das ist schon sinnvoller, hier einfach auf alle Kisten zu gehen, wirklich. Weil die Herausforderung ist gar nicht mal so einfach. Doch, machen wir auf jeden Fall. Jetzt versuche ich, alle Kisten zu holen. Wären es jetzt 10 Sekunden, wären es 5 Sekunden, absolut, würde ich vielleicht nochmal versuchen, einfach durchzufahren, aber... Ah, ich bin nur noch gegen die Wand da geknallt, genau. Aber ganz ehrlich, waren es halt, glaube ich, trotzdem keine 20 Sekunden, die ich da verloren habe insgesamt. Das glaube ich einfach nicht. Das kann und möchte ich nicht glauben. Deswegen fahren wir jetzt wieder schön, gemütlich hier lang. Holen uns hier wieder alles zusammen. Das habe ich auch sonst mal, glaube ich, gemacht. Auch hier die Kiste schon mal. Weil wir jetzt eh langsam unterwegs sind, nehmen wir die 1 Sekunde mit.
haben dann hier schon mal ein paar belastende Kisten weg. So, hier muss ich jetzt natürlich ein bisschen gewissenhafter fahren als vorhin. Würde gerne die 3 Sekunden in der Mitte mitnehmen. Hier sind nochmal eine Sekunde, genau. So. Bei den Würmern müssen wir gleich natürlich... Ja, super! Aufpassen. Weil prinzipiell will ich auch hier gerne die Kisten, die ein bisschen gefährlicher sind, erstmal mitnehmen. Sehr gut. Na, hier gibt es eigentlich einen ganz guten Flow, finde ich, von den Kisten her. Ja, okay, den habe ich noch bekommen sogar. Krass. Gut, dass der Tiny so breit ist. Den Sprung schaffen wir jetzt. Komm. Ich würde gerne hier die Sekunde direkt mitnehmen. Und hier gerne die Sekunde in der Mitte. Das war so extrem schlecht gefahren, ne? Oh mein Gott. So, nochmal 3 Sekunden. Ach, waren auf beiden Seiten 3 Sekunden. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass es so ist. Ja, das kann ich jetzt vergessen, den Sprung. Ist egal. Hauptsache, wir donnern da nirgends gegen. Weil das kostet Zeit. Viel Zeit. Die ich nicht habe. So. Nehmen wir die außen mit. Yo, yo. Jetzt haben wir hier links noch die Kiste, genau. Ein bisschen blöd, weil da müssen wir wieder ein bisschen auf dem Sand fahren. Das ging aber tatsächlich verhältnismäßig gut, also ohne größere Zeiteinbußen. Ich weiß nicht, komplett den Boost abgebrochen oder irgendwas. Das war schon wieder sehr riskant, diesen zweiten Boost zu machen. Ja, noch hier ein paar... Oh Gott, die Zeit rast, ne? Die Zeit rast so krass. Achso, da habe ich ja schon alle geholt, stimmt. Hier haben wir jetzt kurz vor Ende auch einfach gar nichts mehr. Vielleicht auch nicht so das Geilste. Der Sprung muss klappen und er klappt. Sehr gut. Eine halbe Minute, noch die Hälfte der Strecke ungefähr. Und natürlich der 10-Sekunden-Bonus. Wenn ich ihn alle Kisten habe und erwische. Ich würde ja sagen, sieht trotzdem ganz gut aus, aber es ist, ist knapp, ganz ehrlich. Würmer dürfen natürlich auch nicht mehr erwischen. Ja, aber vom reinen Gefühl her muss ich sagen, hier könnte es mit am schwierigsten sein bisher, ohne alle Kisten halt ja, erfolgreich zu sein, was Platin angeht. Also Platin würde ich hier nur mit allen Kisten empfehlen. Ihr seht ja auch jetzt schon, ich habe alle Zeitkisten eingesammelt und ich habe nur dank dem 10-Sekunden-Bonus jetzt auch wirklich Platin bekommen. Also nee, vergesst es. Versucht das nicht, was ich vorhin versucht habe. Das ist gestört. Das geht nicht. Ja, ich bin ja jetzt nicht perfekt gefahren, klar, aber nee, nee. Ich glaube, das macht da keinen Sinn. Ich würde jetzt tatsächlich lieber Donnerschlag versuchen. Weil ich bei Urwump halt auch irgendwie das Gefühl habe, ich würde lieber durchfahren wollen oder es versuchen halt. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal Donnerschlag. Ja, ich mache jetzt erstmal Donnerschlag, aber ich weiß nicht, ob ich da vielleicht wieder versuchen soll durchzufahren. Oh, scheiße. Im Endeffekt versuche ich es doch nirgendwo jetzt noch. Weil ich jetzt gesehen habe, da klappt es nicht. Aber wenn ich es jetzt halt nie versuche, dann kann ich halt auch nie zuverlässig wissen, wo klappt es nicht. Wo ist es schwer, wo ist es nicht schwer. Ich kann euch jetzt halt nur sagen, Baron-Ruinen ist einfach, nur mit Durchfahren, also sehr einfach sogar. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt Gold krieg. Ich habe Platin bekommen. Und Meteorschlucht ist auch einfach. Der Tiefseefahrt tatsächlich habe ich nur Gold bekommen, aber es war auch, war knapp. Ich würde auf jeden Fall jetzt erstmal damit gehen, alle einzusammeln. Das ist natürlich eigentlich der Best Case erstmal, wenn man davon ausgeht, okay, ich sammle jetzt erstmal alles. Und wenn man dann aber sieht, okay, hier habe ich jetzt vielleicht was übersehen, vielleicht kann man es ja auch fahrerisch rausholen. Das wäre natürlich so der Best Case, an einen Blick dran zu gehen überhaupt. Wir reden ja auch hier eigentlich immer nur von leichter machen. Es geht ja nicht darum, ist es ohne... wir haben ja auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn wir alle Kisten sammeln und einigermaßen gut fahren, dann haben wir ja auf jeden Fall Platin drin, so, ne? Aber es geht halt darum, es wäre teilweise vielleicht einfacher auf Strecken,
nicht alle Kisten zu sammeln oder sammeln zu wollen, sondern halt wirklich einfach zu sagen, okay, ich fahre einfach und guck, was rauskommt. Also es geht ja nur um Optimierung eigentlich. Ja, das war eigentlich schon wieder scheiße. Ich muss gleich auf jeden Fall links lang springen, damit mir die Zeit auch wirklich was nutzt. Ich glaube, war das hier so schwer? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß leider nicht, wo genau noch Kisten hier sind. Da links ist noch eine, muss ich mir merken. Bin ich jetzt in der ersten Runde überhaupt nicht so darauf fixiert gewesen, wo hier Kisten sind in dieser Passage. Oh Gott, gut, dass mich das nicht getroffen hat. Aber gerade bin ich auch tatsächlich wieder nicht so Kisten fixiert, sondern versuche wirklich eher gerade zu fahren. Aber schon mit dem Ziel im Kopf, alle Kisten zu holen. Das schon. Man kann über die Ansätze jetzt noch länger reden. Ich verwirre mich nur selber damit, beziehungsweise ich finde einfach keine Linie, wo ich sage, so, ja, hier machen wir das insgesamt so. Es ist halt eigentlich, das Problem ist, es ist sehr streckenabhängig. Also man kann nicht sagen, okay, generell sollte man jetzt versuchen, das und das so zu machen. Sondern es ist eigentlich, es kommt immer auf die Strecke an. Es kommt immer darauf an, welche Strecke haben wir gerade für uns. Weil hier zum Beispiel, die Kisten liegen eigentlich fast alle auf dem Weg. Man muss hier vielleicht in einer Kurve ein bisschen weniger driften, aber man muss keine krassen Kunststücke generell vollführen, um Kisten hier zu sammeln. Das ist auch, glaube ich, so... Was war das denn für ein Scheiß? Du solltest hier unbedingt gewinnen! Ja, ich sollte hier gewinnen. Ich sollte vor allem mal eine ordentliche Physik bekommen, dann kann ich auch gewinnen. Na, für ein Quatsch. Haben wir es dann nochmal gesehen, die 2-Sekunden-Kiste, die wir noch übrig haben, die hier. Das war jetzt hoffentlich hier alles, sah aber auch so aus. Aktuell fehlen 7 Kisten und es sieht eigentlich danach aus, als könnten wir alle kriegen. Was schon mal, ja, eigentlich die Diskussion wegbrechen lassen würde, was hier sinnvoller ist. Dazu kommt halt, es ist halt sowieso eine sehr kurvenlastige Strecke. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht unbedingt das Problem, dass man überlegen muss, ja gut, ich darf hier jetzt nicht so krass durchdriften, sonst verliere ich halt Zeit. Die Kisten sind halt meistens nicht in Kurven, die sind eher bei Sprüngen oder halt wirklich auf diesen Geraden hier. Da stellt sich so die Frage nicht, okay, muss ich da viel Zeit investieren, um eine Kiste zu bekommen? Das ist bei anderen Strecken anders. Deswegen sind es auch andere Strecken. So, 3 Kisten fehlen. Eine hier, eine da oben rechts, glaube ich, und dann halt oben rechts beim Sprung. Und dann hätten wir theoretisch alle. Die kriege ich auch, wunderbar, und das ist locker Platin. Das ist... Ich habe nichts gesagt. Das ist nicht locker Platin, das waren gerade mal eine Sekunde 70. Ich dachte eigentlich, das wäre lockerer. Aber auch hier würde ich dann tendenziell sagen, lieber direkt alle Kisten mitnehmen. Weil ich jetzt halt, wie gesagt, auch nicht wirklich schlecht gefahren bin. Ich bin nicht... Man muss ja nicht sagen, ich bin schlecht gefahren, sondern ich bin nicht schlecht gefahren in Bezug darauf, ob ich jetzt Kisten mitgenommen habe oder nicht. Also das Einsammeln der Kisten hat jetzt nicht wirklich dazu geführt, dass mein Run deutlich schlechter war. Warum hört ihr mir überhaupt noch zu? Ich rede den größten Mindfuck gerade zusammen. Und deswegen ist es auch gut, dass dieser Part jetzt beendet wird. Damit ich mal meine Gedanken vielleicht ein bisschen sammeln kann, nicht mehr darüber reden kann. Und beim nächsten Mal holen wir einfach das letzte Relikt noch, auch wieder alle Kisten einfach sammeln. Und ich glaube, das Thema ist einfach vom Tisch. Bis dahin. Tschüss.